Ihr wollt wissen, wie es hier jetzt weitergeht? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wie ihr seht, stehe ich hier auf so ein paar Containern. Die habe ich hier hingestellt, weil da laufen die Dinger durch. Ich war so frei, habe die Verbänderung von dem Ganzen und das Anschließen an Strom schon mal ohne euch gemacht. Ich weiß, ihr könnt nicht damit leben, dass es so schnell ging und ohne dass ihr seht, wie ich ein Band nach dem anderen ziehe. Deswegen kurz Übersicht. Er sieht quasi aus wie überall. Ja, es ist immer unten die, ne, diese Zweierpaarung, ein oben, ein unten. Und da wir nicht so viele von den Amir-Staffeln brauchen, habe ich mir gedacht, können wir das einfach so machen, das kommt einmal da hinten rein, geht hier rum und geht da weiter. Und da wir aber mehr von dem Quarz brauchen, und einmal hier rein, einmal da rein, fertig. Und dann haben wir diese wunderbaren, holy crap, wir haben ja schon ganz schön viel davon. Und ich habe noch 92 in der Tasche. Und damit können wir uns angucken, was können die Dinger eigentlich, wenn ich den richtigen Eumel hier finde. So. Wir haben einen Scherbenstachel. Wir packen den Scherbenstachel rein. Und dann macht der Scherbenstachel... Brauchen wir denn mal was zum Scherbenstacheln? Komm, einfach so da drauf. Bam. Ist halt eine Schrotflinte. Wie auch immer, das passt. Ich würde sagen, heute gucken wir uns als erstes mal an, was haben wir denn so noch in unserer Liste, was wir jetzt mal abhaken können, was wir wegtun können, wie auch mal. Und zwar, wir gehen mal hier hin. Bahnstrecke steht noch aus, Verkleidung steht noch aus, Waffenfabrik, ja, fertig würde ich noch nicht sagen, sind wir noch nicht. Atomkraftwerk und Dinges. Das ist so ein Thema, wo wir noch ran müssen. Hier bleiben im Moment noch 13 Stück von über Manufaktoren, weiß ich im Moment nicht, wie viele ich noch brauchen werde. Denn was uns noch fehlt im Moment. Ja, also drei werde ich definitiv nochmal brauchen, aber egal. Explosive Rebar haben wir gemacht. Stun Rebar haben wir gemacht. Shatter Rebar haben wir ein bisschen weniger gemacht, aber haben wir gemacht. Rifle Ammo haben wir gemacht. Cluster-Nobilisten haben wir gemacht. Nukes haben wir noch nicht. Nobilisten haben wir gemacht. Und Puls haben wir auch gemacht. Damit sind wir hier durch. So. Die haben wir soweit vorbereitet. Da müssen halt noch Produkte hin. Wir haben... Ja, lasse ich die jetzt da drin stehen oder... Ich schmeiß den Kram hier mal raus. Weil eine Sache habe ich nämlich vergessen. Wir haben ja noch die High-Speed-Ammo. Und da muss ich einmal gucken. Wenn ich auf... Quatsch, da. High-Speed-Ammo. 100 Stück pro Minute gehe. Das schreiben wir uns doch jetzt drauf. Dann machen wir 100 pro Minute. Dafür bräuchten wir... Was bräuchten wir denn dafür? 4 Assembler. Also die Kollegen hier, 4 Stück. Ja, oder auf 4 runter, das reicht. Die werden nur für Highspeed. Wäre jetzt halt die Frage, ob ich die das soweit schon mal aufbaue, weil wir haben das Problem, wir brauchen diese Highspeed-Konnektoren dafür. Und die müssten noch gebaut werden. Und davon bräuchte ich 10 pro Minute. Um 10 pro Minute zu kriegen, also eigentlich um 11,25 pro Minute zu kriegen, brauche ich 3 Manufaktoren. Die habe ich da in der Liste so nicht drin. Da, Produktion. 3 Stück von denen. Ich muss aber auch noch Circuit Boards dafür machen, das heißt, ich brauche auch noch Raffinerien. Plastik. Wie viel Plastik brauche ich denn? 45 Plastik könnte ich mir tatsächlich da drüben noch abknapsen. Das wäre kein Problem. Also, ne, um auf Circuit Boards zu kommen. Oder heißen die eigentlich hier Schaltkreise? Ja, auch egal.
Also die könnten wir locker machen. Brauchen halt Kupfer dafür. 22,5 ist nicht das Problem. Anderthalb Assembler dafür. Plastik kriegen wir. Damit hätten wir genug, um die zu füttern. Was wir aber auch noch brauchen, ist eine Menge von dem hier von dem Quickwire. Ab da wird's dann halt übel. Weil ich brauche noch mal Kupfer dafür. Ich brauche sowieso noch mal Kupfer, um oder Eisen, um Kabel zu machen. Aber wenn ich das mal so aufschreibe, wir können also, wir brauchen nochmal zwei von denen dazu. Für den Quickwire bräuchten wir nochmal 7. Dann wären wir bei 13. Sofern wir den Fused Quickwire nehmen, wofür wir wieder Kupfer brauchen. Das wäre halt doof. Was sagt er denn hier? Und dann bräuchte ich was noch? Sieben Raffinerien für Kupfer. Vier für. Also 5 dafür und 2 dafür. 7. Ah, wenn wir das nehmen, können wir auch. Moment. 8, 9. Plus 5 sind 14. Plus 2 sind 16. Ja, dann machen wir 16 Raffinerien. 16 Raffinerien. Und 14 Konstruktoren. So, das wäre jetzt unser Plan für den Kram hier. Also einfach nur, um Circuitboards zu machen, um genug Circuitboards zu machen für die Highspeed-Ammo. Sieht ein bisschen heftig aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, das werden wir alles. Ich meine, das ist alles, was wir so mittragen können. Ein Kupferblech können wir uns hier unten wegklauen, das ist auch kein Ding. Müssen wir mal gucken. Ich versuche jetzt erstmal, wenn wir das Zeug alles da haben, dann stellen wir schon mal die Grundstruktur her und dann gucken wir weiter. Bei Kupferblech habe ich sogar da hinten rumliegen. So, weil wir haben ja hier also Platz haben, weil das heißt, wir könnten wir hier hinstellen oder vorne. So ist ja nicht. Interessant wäre nochmal die Zwischenprodukte da zu machen. Ich könnte natürlich noch eine Leitung hier rüberlegen, um mir den, was ist denn, wenn ich das da nochmal reinlege, dann wird noch unübersichtlicher. Ich könnte mir das da runterlegen, darüber und dann irgendwie da rum. Naja, schauen wir mal. Also das wäre halt eine Möglichkeit zu sagen, okay, das Plastik, das ich jetzt rüber habe, schmeiße ich direkt darüber. Eigentlich müsste ich davon genug haben. Schauen gleich einmal nach, wenn wir sowieso schon hier in der Ecke sind, was wir jetzt erstmal brauchen. Wir schauen, dass wir erstmal alles so zusammenkriegen. So, die 36 tun wir weg. Dann haben wir das schon mal. Haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Sieht nicht so aus. Haben wir irgendwas, was wir wegtun können? Sieht auch nicht so aus. Dann haben wir das. Das ist drin. Okay. Was haben wir denn hier? Da haben wir schon mal einen solchen weiteren. Jetzt brauchen wir noch 9. Okay. Davon brauchen wir noch ein bisschen mehr. Werden wir hier nicht finden. Glaube ich nicht. Okay. Hier irgendwas. Oh, wir brauchen definitiv noch Motoren. Da habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Aber okay. Auch das kriegen wir hin. So, was haben wir denn hier? Da haben wir schon mal ein so ein Rohr. Wunderbar. Wir haben noch ein paar Motoren. Ein paar von den Dingern. Das ist
Ich hätte nie dieses Lagersystem so bauen sollen, wie ich das gemacht habe. Das war eine doofe Idee. Das merke ich jetzt erst. Ja, ich weiß. Da haben wir noch solche. Also das kriegen wir nicht alles zusammen. Das heißt, ich muss definitiv nochmal zurück. Immerhin, den kriegen wir zusammen. Die 480 sind unrealistisch und die 160 hier auch. Würde ich mal so behaupten wollen. Ich habe gar nicht gedacht, da hinten mal reinzukommen. Was haben wir denn hier? Guck mal, da ist wenigstens ein bisschen was. Was haben wir hier? Oh. Okay. Motoren waren dann erstaunlicherweise doch einfacher, als ich gedacht habe. Aber wir hängen halt immer noch bei den Stahlrohren und den Stahlträgern. Die sind gerade unser Verhängnis hier. Dass wir auf jeden Fall nochmal los müssen. Ja, da unten ist auch nichts. Wenn wir die da hinten nicht finden, und das werden wir nicht. Nein. Und hier auch nicht. Schade, schade, Schokolade. Das heißt, wir haben da definitiv zu wenig. Gut. Dann gehen wir mal hier rüber. Jetzt wollten wir einmal gucken. Bitte hoch. Danke. Ja, nicht an der Decke. So, wir haben Kanister hier. Das wird uns am Voll auch sehr schön. Du bekommst. Du bist untätig. Deswegen bekommst du gar nichts. Genau. Da kommen 46,5 an, die wir in 93 Kanister machen. Das brauchen wir ja gar nicht. Wenn wir, was habe ich gesagt? 45 brauchen wir, ne? Wie viel braucht der normalerweise? 30. Das ist ja scheiße. Okay, also müssen wir auch noch mit Öl rumfuddeln da. Fuddeln ist ein gutes Wort. Ach du Scheiße. Also hier wird von diesem Teil was vorgeschlagen, wo ich mit verdünnten Treibstoff und, ne, also Heavy Oil Residue, verdünnter Treibstoff und wie heißt das Zeug, diesen Gummikram, weil man kann ja seine Produktion sowas von optimieren. Hier Gummi, mach's mal hinten an. Also mit diesem Mr. Polymer Resin Water, das ist dieses hier, ne? Dieses Gummirezept. Mit dem kann man dann wieder Plastik herstellen. Also quasi dieses hier in umgekehrt. Ne? Das sehen wir hier dritte Zeile, zweite Zeile. Ja, genau. Dritte Zeile da. Dann haben wir da Plastik. Irgendwie das zurück in den. Hä? Das versteht doch keine Sau. Moment. Okay. Ich muss. Recycled Rubber ist dieser hier. Nein, Fuel and Plastic, das hier. Genau, mit dem Rezept. Also, dem Rezept mache ich Gummi. Aus dem mache ich Plastik. Aus dem Plastik, mit dem Plastik, das da rauskommt, mache ich das hier, damit ich mehr Gummi habe, das ich dann wieder zurückleite, um dann 45 Plastik rauszugeben. Habt ihr noch Fragen? Also eh nicht mehr. Das bedeutet aber 1, 2, 3, 4 Refineries. 4 Refineries. Dazu. Und ein Blender. Okay. Ja, wir haben ja sonst nichts zu tun. Also.
Nee, das ist eine doofe Idee. Die Taste ist besser. Also nochmal 4 Refineries dazu und einen Mixer. Ja, okay. Ich muss definitiv zu. Okay, das wäre die eine Möglichkeit, daran zu gehen. Mit die Motoren nehme ich noch mit. Und kann ich eigentlich gucken. Oh, Stahlrohr ist sowieso ein Problem, das muss ich eh nachholen. Dann kann ich auch eben da einen Container für den ganzen Spaß hinsetzen. Motoren hatte ich hier irgendwo drin. Weil die 35 werde ich doch wohl noch kriegen. Ja. So, das haben wir immerhin schon. Funksteuereinheiten. Hatten wir die hier denn noch drin? Also eigentlich habe ich kurz überlegt, meinen Plan anders zu machen. Und zwar... Nein. Dass wir nach drüben gehen und uns erstmal um die Space Elevator Parts kümmern. Okay. Um Steuereinheiten habe ich auch keine. Gut. Wir packen uns jetzt da vorne den ganzen Kram, den wir jetzt schon haben dafür, packen wir uns da hin. Und überlegen, ob wir wenigstens schon mal so das Ende bauen, also die 3 für die Highspeed-Konnektoren und uns dann rückwärts begeben. Wie mache ich das denn am besten? Ich glaube, das Sinnigste wäre, den Spaß, also hier wieder zwei hoch. Oder mache ich diesmal, ich mache diesmal 3, dann habe ich ein bisschen mehr Platz. So. Wir ziehen. Hier oben kommt unser Bereich hin. Ja, mal so. Nochmal so. Gehen wir darüber und gucken, dass wir hier den Spaß, ne, dass wir einen Abschluss hinkriegen. Oder war es gut? Das war fast gut. So. So. Müssen wir halt gucken, was wir schon bauen können, was wir noch nicht können. Eieieiei. Das wird ein erstaunlich anders kriminelles Projekt. Das alles nur, um diese eine letzte Munitionssorte zu machen. So, jetzt setzen wir uns hier eben ein Container hin. Nee, den setze ich mir nochmal auf 2 außerhalb. Dann weiß ich, der hat nichts mit mir zu tun, also mit dem eigentlichen Weg zu tun. So, da packen wir rein. Die verstärkten Eisenplatten packen wir rein. So, haben wir drin. Wir packen ein die Rotoren. Jo. Die Kabel, davon brauchen wir 400. Ne? 392 brauchen wir. Den Rest können wir erstmal behalten. Dann brauchen wir Motoren. Die packen wir alle da rein. Die schweren Modularen packen wir da rein. Das haben wir gar nicht dabei. Kunststoff ist knapp, aber ne? Passt. Aluminiumgehäuse. Das ist easy. Stahlbetonträger können wir schon mal die 19 da reinpacken. Dann haben wir nachher genug. Das können wir da reinpacken. Und Kupferblech. So, das heißt, wir haben den ganzen Spaß da drin. Dann können wir... Ich glaube immer noch, dass ich irgendwo was vergessen habe. Die Konstruktoren, wie viele habe ich denn da jetzt? Von Konstruktoren 14. Okay, das passt. Gut, wir machen hier Plastik. Wir machen hier Kupfergedöns. Das heißt, wir müssen uns noch Kupfer ranholen. Eieieiei. Jetzt folgendes. Ich gehe hier auf die Bahn rüber.
und bewege mich mal Richtung Zuhause. Den nehme ich, mach den mal voll. Ich glaube, da vorne haben wir noch irgendwie was. Ein bisschen Stress und so, ne? Ich ziehe jetzt den Weg. Eventuell wird die Folge überhaupt nicht interessant. So, wir fliegen einfach den Weg so weit, dass wir unseren Kram von da hinten holen können. Und mal dazu. Den können wir dann gleich auf der Rückfahrt nehmen. Was ich auf keinen Fall machen möchte, ist den Zug nehmen, um damit die Circuit Boards reinzubringen, weil das. Nee, das ist mir gerade quasi zu viel, zu kompliziert. Wollen wir nicht. Jetzt ist ja die Frage, ob wir hier noch irgendwo Kupfer und Eisen haben. Ein Katerium. Katerium war, glaube ich, so ein richtig großes, übles Problem. Und ich habe keinen Beton mehr. Natürlich nicht. Das ging ja schnell. Das ging schneller als erwartet. Ach ja. Okay, wir fliegen ein Stückchen weiter. Hatte ich den jetzt eigentlich letztens weggebombt oder habe ich den einfach... Das interessiert ihn so überhaupt nicht. Versuch mal, wenigstens so ein bisschen Quatsch zu machen. Der war schlecht. Aber wir müssen noch mal treffen hier. Finde ich also überhaupt nicht geil. Ah, da kommt unser Zug. Dann können wir zurückfahren. Ist doch auch schön. Wasserfahren. Karte. Gucken wir mal eben. Also, wir haben hier Bauxit. Wir haben alles hier in diesem Bereich. Nur das, was wir brauchen, liegt da hinten. Das ist doch doof. Hier haben wir Katerium. Das ist schon mal ganz gut. Das könnten wir uns noch holen. Haben wir hier oben noch Katerium liegen? Nein. Also die beiden können wir uns holen, die rüberbringen. Das ist ein ganz schönes Stückchen. Deshalb will ich einen von holen, weil wir brauchen 105. Das ist easy. Hey, 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 hey. Das ist wieder mal komplizierter als gedacht. Aber egal. Das kriegen wir alle schon hin. Dann haben wir die Sache und wenn wir die haben, also bevor wir mit Nukes und sowas anfangen, lassen wir einfach fahren, passt schon. Machen wir einmal hier die also die ganzen Produkte, die wir so noch brauchen für den Space Elevator. Und jetzt gucken wir uns einmal das Autosave schön an. Ob da hängt's. Genau. Also, ne, die Teile, die wir für einen Space Elevator brauchen, die dann aber in langsam und ineffizient. Ich könnte mal gucken, ob ich schon irgendwas habe, was ich einfach anschalten kann. Das machen wir jetzt noch eben. Wenn wir sowieso hier sind, gucken wir einmal nach. Wir hatten ja ein bisschen was, was wir da in Spaghetti Town sowieso am Laufen haben. Das schmeißen wir dann jetzt gleich einmal so weit an, dass da Container schon mal gefüllt werden. Damit wir die Zwischenprodukte vielleicht nicht mehr nochmal extra machen müssen. Wir schauen mal eben. So, weil wir haben doch hier. Da geht der ganze Spaß rein. Computer und. Seid ihr ein. Du bist angeschaltet, dir fehlt aber irgendwas. Richtig? Nee, du bist auf Standby. Und dir fehlt die automatische Verkabelung. Okay, was.
Du machst die Funksteuereinheiten. Das ist gut, die brauche ich doch. Die sind ein Grund. Ja, mach du mal eben fertig. Das ist in Ordnung. Du bekommst Computer, das ist auch super. Du bekommst die Dinger, das ist nicht so schön, aber werden die hier... Die werden da aber nicht reingebracht. Das ist doof. Das ist sehr doof. Das heißt, ich muss da mir was einfallen lassen, wie die Dinger da rüberkommen. Oder muss die als Vorprodukt machen? Was brauche ich denn noch? Ich habe gesagt, die Verkabelung. Die war ursprünglich mal in diesem Container. Hat dieser Container etwas, wo... Ja, nämlich den Kollegen. Dem fehlen Statoren. Der wird aber prinzipiell produzieren. Aber die Statoren kommen hier nicht an. Weil ich muss sie da manuell reinlegen. Wenn ich jetzt wüsste, woher ich Statoren bekomme. Kommen da Statoren her? Lang? Sieht nicht so aus. Wo mache ich die Dinger denn nochmal? Weil ich mache die. Bin ich mir relativ sicher. Okay. Ging da einfach Überreste rum. Zack. Hopp. Plumps. Zack. Hopp. Plumps. Euch wollte ich haben. Da nehmen wir mal ein bisschen mehr mit. Und hier wollten wir eine ganze Menge haben. So. Statuen. Da. Die sind voll. Das heißt, die werden gemacht. Da oben. Ja. Das war der gleiche. Egal. Also wenn der hier jetzt... Der zittert immer zwischen 8 und 9. Zittert er gleich mal irgendwann zwischen 9 und 10. Oder werden die nicht gemacht? Ich bin mir relativ sicher, dass ich die irgendwo produziere. Ich frage mich nur gerade, wo... Wenn, dann müssten die ja hier irgendwo, da gehen die Rotoren lang. Da gehen die Rotoren lang. Ich mache ja auch Motoren, die brauchen Statoren. Du machst da unten das, du machst hier oben jenes. Mann. Da unten. Das wäre jetzt noch eine Möglichkeit, hier so ein Band zu verfolgen, aber hier kommt sowieso nichts an. Okay. Wo habe ich die denn gemacht? Da geht Eisen weg. Das ist alles sehr seltsam. Ich blick nicht mehr durch. Wie macht man die denn eigentlich nochmal? Wir haben gesagt, Statoren, ne? Statoren. Entweder das oder das. Wenn ich das... Dann habe ich eine Idee, wo das sein könnte. Da liegt einfach irgendwelche Zeug rum. Ja, genau. Hier hoch. Hier rüber. Habe ich die nicht da hinten auch noch gebastelt? Eieieiei, mich wundert alles. Da kommen ein paar Kabel. Hier geht das nämlich rüber, da geht das rüber. Du machst nämlich Statoren und bist untätig, weil du keinen Platz mehr hast für Statoren. Wo gehen die hin? Gehen hier runter. Gehen darüber und gehen in diese Maschine rein. Diese Maschine ist aber voll. Eieieiei. Okay. Das merken wir uns. Das
ziehen wir jetzt eben durch. Wenigstens, dass der Kram schon mal gebaut wird. Und auch wenn ich gerade keine Ahnung habe, was Phase 4 so an Teilen braucht. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Wir sind hier. Du warst der, der hier Statoren einladen soll. Genau. Das heißt, wir setzen uns da jetzt ein Löchlein hin. Und zwar direkt davor, setzen einen eben solchen rein und machen dann einmal hier weg, gehen hier runter, gucken uns kurz um, weil hier sind bestimmt auch wieder irgendwelche Viecher gespawnt. Okay, hier geht noch. Was macht eigentlich der Dogo hier? Er lebt noch, das ist ja schon mal etwas. Sieht ein bisschen traurig aus, aber macht mir nichts. So, die Richtung. Dich machen wir wieder zu. Und dann fangen wir einfach mal an. Und ziehen den Kollegen in die Richtung rüber. Das sieht seltsam aus da. So. Gesagt, diesen Imps ist noch irgendwo welche Viecher. Darüber. Schnauze. Hier rüber. Da drauf. Und du da oben machst jetzt einen Splitter. Und an dem Splitter geht der Spaß schön runter. Und geht sogar hier lang. Perfekt. Das ist langsam ohne Ende. Ist mir aber egal. Warum ist das so langsam? Weil der Kollege hier nur so einer ist. Das heißt, wir gehen hier hoch, oben drüber und sagen ihm, hey Kollege, hier kommt ein bisschen mehr Gas. Dann ist natürlich das Band da unten an der Stelle auch immer noch ein langsames. Stop. Tschüss. Weg damit. Produktion ist zu langsam, das wissen wir alles. Gar kein Thema. Aber damit haben wir den Spaß hier. Das heißt, der da hinten kann die Verkabelung bauen. Kabel werden auch eingereicht. Gott, ist das hier ein Chaos. Holy crap. Ab und an kommt mal ein Kabel hier lang, das da reingeht. Der macht auf jeden Fall die automatische Verkabelung. Bin langsam, ineffizient, ich weiß. Und packt sie hier rein. Und die adaptiven Steuereinheiten gehen hoffentlich nicht darunter in den... Natürlich doch. Da kommt ein... Machen hier nur einen kleinen Container erstmal hin. So. Rein da. Und die Kollegen da rein. Okay, wir bereiten das hier alles mal vor, weil ich glaube, in den letzten paar Minuten kriegen wir das da hinten sowieso nicht gebaut. Und auch, ach, ich habe auch vergessen, die Miner dafür zu machen. Ich brauche ja dann für die ganzen... Egal. Stück für Stück. Wie heißen denn diese dämlichen Teile? Komm, ich guck mir einfach die Statoren an und dann scrollen wir in dieser Liste ganz nach unten und finden garantiert die Nuklearpasta. Für die Nuklearpasta brauchen wir den Druckumwandlungsblock. Der Druckumwandlungsblock, okay, der ist easy. Und die sind auch easy. Nuklearpasta, easy. Weil das ist Kupferbarren machen, aus Kupferbarren Kupferpulver, fertig. Hier, die Nummer. Also um das Konglomerat hier mache ich mir gar keine Sorgen. Dann haben wir den Thermal.
der braucht die diese Motoren, braucht diese Motoren, braucht diese Kühlsysteme und die Teile, um das zu machen. Und davon brauchen wir 1000 Stück. Das heißt, wir brauchen 500 hiervon, wir brauchen 6000 davon. So brauchen wir 500. Quatsch, wir brauchen 3000 hiervon, weil wir machen ja aus zwei von denen zwei, also die Hälfte. Heißt trotzdem, dass wir 1000 davon brauchen. Vergesst einfach, ich lass es. Tschüss. Okay, die sind, werden hier nochmal heftig, aber wobei, das geht eigentlich. Das heißt, die muss ich nur irgendwo bauen. Montage-Leitsystem. Die brauchen das Zeug und Supercomputer. Das könnten wir sogar relativ zügig hier hinsetzen, oder? Weil Supercomputer machen wir hier unten. Die Teile machen wir hier. Der braucht halt unfassbar viel von den Verkabelungen. Aber ich habe ja gesagt, das muss nicht schnell sein. Das reicht, wenn es langsam läuft. Wie sieht das hier unten aus bei dir? Guck mal, sammelt sogar ein bisschen an. Ja, du verlierst eher, aber macht nichts. Das muss nicht effizient sein. Wir bauen uns jetzt... Ach, dann zählt er mir den gleich wieder runter, ne? Ja, auch das kriegen wir hin. Fabrikator. Für den Fabrikator. Was brauchen wir für den Fabrikator? Gabel haben wir. Wir brauchen Rotoren und Platten. Wenn wir aber schon mal hier sind, guck mal, hier sind die Rotoren. Easy. Das sagen meine Statoren hier oben. Ach, hier, irgendwo werden die produziert. Und die Platten hier. Na, komm. So, das hätten wir. Hier runter. Ja, hier raus. Hier rauf. Dahin, Fabrikator, einmal so, du bekommst hier ein Löchlein und da kommt der Spaß rein. Dort kommt ein, das Förderband nehmen wir weg, das geht nämlich direkt hier rein, du kannst weg. Du bekommst den Auftrag Montage-Leitsystem und die Eumels kommen direkt da rein. Jetzt fehlen dir die Supercomputer. Den Supercomputer machen wir ganz einfach. Wir gehen hier rüber. Schnappen uns da vorne. In diese Richtung. Du kommst bitte hier vorne genau dran. Bitte. Oh, schön gehabt. So, dahin, wo bauen wir die Supercomputer? Supercomputer waren das Windfilter, okay. Warst du hier der Supercomputer-Mensch? Aber bei dir fehlen die Highspeed-Anschlüsse. Das Thema hier zieht sich durch, habe ich das Gefühl. Mal gucken, warum. Highspeed-Anschlüsse. Bei dir sind es Kabel. Okay, ich habe hier definitiv ein Kabelproblem. Das Kabelproblem müssen wir noch lösen. Das heißt, wir müssen hier nochmal Kupfer hochrüsten, weil wir machen da hinten hier noch Kupfer. Wir könnten das umwandeln. Also wie gesagt, unser Kabelproblem müssen wir noch irgendwie in den Griff kriegen. Das schaffen wir hier aber auch noch relativ gut. Das heißt aber, die Computer, die hier rauskommen, packe ich die jetzt. Ist doch einfach. Ich habe keinen Beton mehr. Echt jetzt. Wir holen mal einen Beton. Den wird es ja immer.
Beton haben wir. Jedes Mal, wenn ein Supercomputer fertig gemacht wird, bist du deine. Dich reißen wir erstmal ab. Dann gehst du hier weiter. Gehst hier hoch und von da nach da rüber. So. Supercomputer erledigt. Das heißt, die Teile können wir schon mal bauen. Die könnten wir sogar schon in den Dingens reinleiten, was wir jetzt auch tun werden. Weil da ist ja auch fast alles vorbereitet. Wobei, einen Teil habe ich ja gerade weggeschmissen. Auch das ist kein Ding. Du machst hier schön in langsam. Und wenn hier was ankommt... Achso, du hast auch keinen Strom. Also irgendwie werde ich einen Spaß hier oben drauf basteln. So, da dran. Und so, da dran. So, hier werden irgendwo diese Motoren gebaut, die ich brauche. Du bist auf Standby, hast aber alles da. Easy. Oh, ich liebe... Sowas liebe ich. So. So ein bisschen Zeug habe ich halt schon hier. Nee. So. Du musst nur, genau, woanders hin. Du musst dein Zeug woanders hinbringen. Das machen wir nachher an. Du schmeißt dein Zeug da rein. Noch ist keiner angekommen, aber sobald wir den ersten haben, der das baut, super. Also wir brauchen nur einen Supercomputer hier. Die brauchen halt gerade wirklich ewig. Da kommt er. So. Aber dann ist das auch halb so wild. Okay, du baust das erste, das geht da vorne rein. Dann habe ich gesagt, was machen wir als nächstes? Zack. Wir waren beim bei diesen Motorendingern, ne? Also Magnetfeldgenerator. Der braucht. Oh, die haben wir auch, die werden auch schon gebaut. Das war dieses. Das heißt, wir haben hier Thermalraketenantrieb. Der ist heftig. Aber das Zeug haben wir alles da hinten. Plus hier das. Das heißt, wir müssen nur von da hinten uns das Zeug hier hinleiten. Mit dem verbinden. Und gut ist. Dafür. Achso, hier drüben. Wieder einen hochziehen. Ich mache mal noch so einen da drauf. Wo setzen wir uns den denn hin? Haben wir den hier dazwischen gequetscht? Natürlich, ehrlich gesagt, echt praktisch, ne? Oh, es fehlt einfach nein. Okay. Also wir müssen uns merken, der Kollege hier macht genau das, was wir brauchen. Du hier bist noch so eine Problemgeschichte, weil du machst grundsätzlich das, was wir brauchen, aber... Euch fehlt überall. Was machst du? Mach Statuen. Okay. Hier fehlt all der Kram, so diese Zwischendinger. Okay. Vielleicht setze ich es auch einfach da drüben an. Wie hier so oder sowas. Ja, schauen wir mal. Okay, passt auf. Wer. Ändern unseren Plan. Die Sachen schreibe ich mir um. Wir machen... Oh, wir haben ja jetzt heute schon den Spaß hier gemacht. Deswegen ist das erste schon mal läuft. Da ist schon mal eins von 4000 drin. Ja, das geht jetzt schnell. Wir müssen noch... Wo haben wir sie? Ich habe schon gesehen gehabt irgendwann. Wir müssen noch diese hier machen. Oh, dafür brauchen wir Batterien. Und die... Oh, das haben wir auch alles da hinten schon. Das ist doch super. Das heißt, wir müssen diese Produktion wieder ans Laufen kriegen, was gar nicht so schwer ist, weil das können wir mit Überschüssen von Zeug machen, das wir da hinten haben.
passt. Das heißt, die müssen wir nur wieder ans Laufen kriegen. Die haben wir schon am Laufen, werden aber nicht richtig effizient benutzt. Die Kollegen machen wir auch schon und brauchen gar nicht so viele. Dementsprechend können wir das alles zusammenleiten und haben die Sachen hier fertig. Eben hingehen hier. Nee, nach oben bitte. Ein mehr. So. Hier oben drüber. Machen wir die Produktion von den anderen Teilen. Das machen wir auch beim nächsten Mal so weit fertig, dass wir quasi das einfach laufen lassen können, während wir uns um die andere Fabrik und um Atomstrom und was weiß ich nicht alles kümmern. Und dann haben wir das hier langsam, aber sicher automatisiert. Und dann kommen wir irgendwann so weit, dass wir den Spaß hochschießen können und ich kriege endlich meine goldene Tasse und dann sind wir mit diesem Let's Play fertig. Guck mal, wir haben jetzt auch endlich mal einen Zeitpunkt gefunden, wo wir sagen können, okay, wir fangen mit was Neuem an, wir gehen anders ran. Wir machen eine Season 2, aber dann in geschnitten und vielleicht mal nur 20 Minuten Videos. Dann wahrscheinlich seltener. Wir bauen uns das hier jetzt ein bisschen um und schöner und kriegen das hin. Da ist Katerium. Okay. Was ich in der Zwischenzeit einfach schon mal mache, ist so diese ganzen Arbeiten, wie vielleicht endlich mal die Bahnstrecke so weit machen, dass ich sie wenigstens schon mal hier habe, in zweispurig. Dann müssen wir gucken, wie wir das mit dem Bahnhof vernünftig regeln. Dann werde ich gucken, dass ich immer so nebenbei auch schon mal die ganzen Minatoren aufsetze für den zusätzlichen Kupfer, den wir brauchen, für das Eisen da hinten und das schon mal wenigstens in unseren Waffenbereich bringe. Ansonsten machen wir aber hier erstmal eben die Space Elevator Parts fertig, damit die langsam voll laufen. Jetzt gucke ich mal eben, ich müsste ja hier in meiner Kupferschmelzanlage da vorne auch jede Menge Kupfer noch überhaben. Das müsste ja eigentlich stehen bis zum geht nicht mehr. Das ist das Einzige, was verbraucht wird. Und unten, genau, nur das wird benutzt. Daraus machen wir das. Ich glaube, der hier ist der Einzige, der sich bewegt. Okay. Das heißt, hier unten müsste, genau, hier unten kommt was an. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall, nein, den Kupferpulver machen. Wir brauchen 30 Kupfer, die haben wir easy. Und daraus machen wir 5. Ausklappen. Ah, 300. Auch die haben wir easy. Und machen 50 daraus. Mein Gott. Ja, kein Problem. Können wir das schon mal holen. Das ist unsere Zeit. Das könnten wir bald schon jetzt noch machen. Ne? Wir brauchen ja einfach nur... Das ist ja nur ein Konstruktor. Weil da haben wir sogar noch einen komplett offen. Okay, kommt, Leute. Das ist ja jetzt... Diese Druckbehälter, die habe ich da hinten. Aber hier hätte ich noch ein bisschen Platz neben meiner... Ich habe gerade eine Idee. Also, wir setzen uns hier eine Produktion den Konstruktor hin für das Kupferpulver. Ja, setzen wir da hin. Davor setzen wir den Kollegen. Führen da ein bisschen was rein. Nehme ich das Kupfer gleich. Kupferpulver. Du brauchst Strom. So, damit hätten wir das. Und du kommst da an. So, dann heißt, wir haben hier auf jeden Fall schon mal
unser Kupferpulver, das gemacht wird. Sehr gut. Dann packen wir daneben den Konstruktor. Erstmal. Konstruktor müssen wir wieder einen draufrechnen. Fabrikator einen dazu. Fabrikator. Ah, ein bisschen mehr Platz. Du machst mir bitte Umwandlungsbehälter. Brauchen wir nicht. Ich brauche hier Nuklearposter. Oder war das das falsche Gerät? Nuklearposter braucht Umwandlungsbehälter. Und du machst das. Ach, in Teilchenbeschleuniger. Der war das Problem. Oh. Ja. Yeah. Ich habe mir gedacht, das machen wir relativ schnell. Okay, ich brauche mal nicht, aber wir haben hier schon mal die Produktion angestartet. Das heißt, hier oben nicht einen hingestellt. Da hinten habe ich einen stehen. Ich könnte das relativ zügig darüber bringen. Ich höre hier immer noch so ein Vieh am Rumspucken. Egal. Wo immer du bist. Bist du hier? Das ist mir egal. Ja. Also beim nächsten Mal den Teilchenbeschleuniger von da darüber setzen. Und jetzt gehe ich nochmal eben darüber und versichere mich, dass ich auch diese Druckbehälter mache. Da bin ich mir nämlich nicht. Wir können ja mal eben gucken, was brauchen wir denn. Okay, passt da. Dafür brauchen wir Druckumwandlungsbehälter. Das waren die beiden Sachen. Funksteuereinheit und verschmolzener modularer Rahmen. Eins, zwei und das. Die Funksteuereinheiten bringen wir darüber. Die verschmolzenen Rahmen haben wir da. Also auf jeden Fall können wir da drüben das Zeug bauen und rüberführen. Ich werde überlegen, ob ich das per Drohne mache. Es ist so kurz die Distanz, da lohnt sich das fast gar nicht. Wenn ich die schon mache, dann Chapeau. Und hier sind die Funksteuereinheiten, die hier reinkommen und ich weiß nicht mehr warum. Wir haben Motoren, wir haben die Kühlsysteme, wir haben das Zeug, aber wir haben nicht. Die wollte ich hier eigentlich produzieren. Hier fehlen Motoren, die hier nicht mehr ankommen. Das könnte ein Problem sein. Es ist teilweise ein bisschen verwirrend, wenn jetzt die ganzen Viecher wieder da sind, weil normalerweise hört man sowas hier nicht. Okay. Also diese verschmolzenen Teile, da müssen wir halt nochmal ran. Ja, hier ist das auch. Das habe ich auch irgendwie gekappt. Also hier muss ich nochmal optimieren, dass das wieder vernünftig läuft. Du machst das und schickst das noch da hinten. Ne? Ja. Okay. Das heißt, wir kümmern uns beim nächsten Mal darum. Wir können uns auch überlegen, ob wir den Teilchenbeschleuniger hier hinpacken und die, wenn wir das eine Zeug sowieso hier bauen, ist es vollkommen egal. Ich muss entweder eine Sache dahin oder eine Sache hier hinbringen. Ja, das kriegen wir hin. Wir schaffen das auf jeden Fall. Genau. Also beim nächsten Mal machen wir mit dem ganzen Kram weiter. Damit wir unser Zeug bekommen für Phase 4. Dann haben wir das doch endlich. Atomstrom. Die Waffen zu Ende. Phase 4 abschließen. Goldene Tasse. Finito. Wir haben einen Plan. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar. Freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Schit, 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 schit. Käffchen.